Hallo, na, hier ist Tante Henriette Martins. Benimmschule für höhere, weitaus tief gefallene, schmerzhaft tief gefallene Töchter. Als Benimmschule sozusagen. Heute ein kleiner, in Folge Nummer 237, das Thema: Wie halte ich mir wild gewordene Psychoanalytiker am besten vom Halse? Also, liebe gefallene Töchter, das macht man folgendermaßen. Man greift ein wenig zu seiner Suchtbrumme und sucht zu diesem zu neutralisierenden Psychoanalytiker ein Neutralisationspendant in Form von Adresse, Telefonnummer und offensichtlicher recherchierter Willigkeit, sich A verarschen und B beauftragen zu lassen, einen zu helfen, und vereinbart dann mit ihm einen Termin, wo man wortreich ergriffen von sich selbst und voller Lobhudelei für diesen Menschen ihm dazu bringt, sich mit ihm auf neutralem Terrain zu treffen. Wobei man sich selbst beschreibt als der Psychoanalytiker, den man da gerne neutralisieren möchte. Das Gleiche macht man mit dem ersten, den man ja sowieso neutralisieren möchte. Dann lässt man die beiden sich treffen und hart, geduldig und entspannt der Dinge, die da vorkommen mögen, wenn die beiden sich dann ineinander verhaken und dann im Kampf der psychoanalytischen Giganten entscheiden wollen, wer von uns beiden ist der Bekloppte. Wenn es dann zu einer dualen Zwangseinweisung gegenseitig kommt, ist der Fall schon mal erledigt. Nicht nur, dass man das nervige Ziel, den nervigen Zielpsychoanalytiker endlich in seiner ganzen Gemeinschaftsschädlichkeit schon mal entsorgt hat. Man hat da gleich zwei Giftschwinnen mit einer Klappe geschlagen und den anderen auch gleich mit in die Zwangseinweisung neutralisiert. Ja, liebe Kinder, liebe gefallene Töchter, so ist das im Grunde genommen, so ist das Rezept von Tante Mariette oder so ähnlich. Leider nur ein schöner Wunschtraum. Der aber aufgrund seiner entspannenden Wirkung auch schon eine gewisse heilende Schutzwirkung hat gegen dieses üble Gesocks, ja, das eine einzige Schwäche niemals verleugnen werden wird können. Ja. Niemand ist nur reiner objektiver Geist. Jeder Mensch hat eigene subjektive, vitale Interessen. Und wenn die berührt sind, dann ist jede subjektive Objektivität zu Ende. Um das mal nochmal ganz schlaglichtartig zu beleuchten: Recherchieren Sie selbst, was ein solcher Mensch pro Stunde, sagen wir jetzt, verdient oder einnimmt. Mir hat man mal an einen Psychologen, damit das jetzt nochmal weiter zu vertiefen, aufgedrängt, dieser Schweinepsychologe, der da gesagt hat, bei meiner Entlassung: Sie haben keine freie Auswahl, Sie müssen zu der Frau Dr. Kleff gehen, die war rein zufällig. Ist sie nicht nur in der Ambulanz, sondern ist auch noch seine Kollegin in der gleichen Abteilung. Sie müssen zu der gehen. Höchstens, dass sie vielleicht noch zu Frau Dr. Agit gehen. Der türkische Dings. Aber auf keinen Fall dürfen sie zu dem Doktor sowieso gehen, bei dem ich schon 20 Jahre war. Sie haben keine freie Arztwahl. Jetzt suchen wir gleich die Telefonnummer raus. Dieses kriminelle, widerliche Schwein hat mir also gesagt, sie scheinen dann gerne, anscheinend viel gerne zu reden. Dann gebe ich immer die Adresse von einem Psychologen. Ja. Und wenn man ein solches Schwein ist, ein solches Sadistenschwein und ein solches Charakterschwein, reicht ein das, wie der Herr Dr. Thomas Mirbach oder wer der Kerl heißt, Mirbach heißt mit dem Nachnamen sicher, ja, seine Doktorarbeit, die hat er geschenkt gekriegt, wo von seinem Klinikchef, ja, da stehen so Sachen drin wie: Im Jahre sowieso, da bekam unsere neue Küche, also Küche, neuen Küchenchef, den Herrn sowieso. Das ist das Thema seiner Doktorarbeit, deswegen ist er Doktor der Physiologie. Und solche Leute, die empfehlen einander noch gerade die richtigen Psychologen. Der Kerl hat sich da schon mal bereit erklärt, schon mal anzufangen. Und er würde auch ein etwas geringeres Salär von der Krankenkasse akzeptieren, hat er mir versichert, als er haben wollte, wenn die hier nicht so viel zahlen wollten. Er wollte eigentlich 140 Mark, war das, glaube ich, die Stunde haben oder 50 Minuten für gespenstisches Herumliegen im Sessel und gähnen und nie was sagen. Nachdem er 5 Stunden lang mir so gähnen zugehört hatte, ohne was zu sagen, im Nadelstreifenanzug. Und wusste, ich bin so bettelarm. Man hat mich genötigt, über die Pfändungsschutzgrenze hinaus noch Schulden zu zahlen, sodass ich im ganzen Monat nicht einen einzigen Apfel zu essen hatte.
das mir nicht leisten konnte, das wusste diese Sau von Psychologen. Ja. Fällt jetzt leider der Name im Moment nicht ein. Wüsste ich ihn, füllt ihn mir ein, würde ich ihn jetzt auch hier öffentlich sagen. Ja. Dann stellt sich heraus, die Krankenkasse bewilligt nur 120 Mark, anstatt 140. Da hat diese Sau vom Psychologen für die Arbeit, die er da getan hat, sich da gemütlich in Sessel zu flitzen, kein Wort zu sagen, immer nur zuzuhören, ab und zu gehen, so die intimsten Sachen sich von mir erzählen zu lassen, weil man das Vertrauen eigentlich haben sollte. Nach 5 Stunden wusste er, wie bettelarm ich war. Da hat dieses Schwein die Stirn mir mit so verschwitzt, süffisanten, ankumpelnden, gegrinsenden, homischkuchen, süßen Lächeln zu sagen, na, Kirchhoff, wie wär's denn? Wollen Sie nicht noch 5 Mark, haha, witz, witz, aus eigener Tasche dazu tun, zu den 120 Mark, die ich hier krieg, 50 Minuten rumliegen, und da versichern von Aldi, die ich 8 Stunden lang richtig kaputt arbeiten muss, wo er da 50 Minuten da so rumliegt, unkündbar, grinsende Geschäftslage, halbes Jahr Wartezeit, ja, eigener Chef, null Verantwortung. Wer würde den zur Verantwortung ziehen, wenn sich aufgrund deiner Behandlung jemand umbringt? Was würde er dann sagen, wenn man das sagt? Ja, der Herr Sophie war halt sehr krank, schade um ihn. Der nächste bitte. Null Verantwortung, null Anstrengung, null Risiko, unkündbar. 120 Mark für nichts tun, eine halbe Stunde sind schon 50 Minuten da rumflitzen. Und wenn ich mal das verpasst habe, dann muss er wirklich trotzdem zahlen. Punkt. So ein Schwein. Der weiß, der hat nicht mal einen einzigen Apfel im Monat zum Essen. So arm ist der. Da kommt diese Sau daher und sagt, wollen Sie nicht noch 5 Mark dazu tun aus eigener Kasse? Das ist ja ein schönes, wäre ein schönes Witz hier, wenn ich jetzt also 120 Mark von der Kasse noch 5 Mark aus eigener Tasche dazu tun. Na, wollen Sie mal, Herr Grinz. Das ist das wahre Gesicht von Psychologen. Erklärbar dadurch, um den Numerus Clausus zu knacken, da muss man sehr gute Noten haben. Um die zu haben, muss man ein behütendes, fürsorgliches Elternhaus haben, gute Lernbedingungen, gute Ernährung, da muss alles stimmen. Wer hat das? Mittelschicht, obere Mittelschicht. Und das Wort von Karl Marx ist wirklich, wirklich 100% wahr. Das Sein bestimmt das Bewusstsein. Defaultmäßig sind solche Leute der Ansicht. Da sagen sie vielleicht nicht immer, es gibt auch Aussagen, wer da kommt, sie handeln lässt. Auf Kasse. Brief. So arm. So gescheitert. Das ist ungeziefer. Das ist kein Mensch. Mit dem kann ich machen, was ich will. Das sind Psychologen. Das sind erbärmliche, schmierige, dreckige Seelennutten, die entscheidendste, tiefste Wahrheit der menschlichen Existenz nicht verstanden haben. Mit denen nicht wissen, wie ich am selbst überhaupt leben. Das ist nämlich nur vom Würfelspiel des Schicksals abhängt, was auf einen Menschen wird. Niemand hat für besondere Verdienste und niemand muss sich sagen lassen, du bist nur Abschaum, du bist nur Dreck unter meinen Füßen. Niemand. Das haben die nicht verstanden. Die elementarste, grundlegende Wahrheit der menschlichen Existenz haben die nicht kapiert. Die sind so dumm wie 3-jährige Kinder, im Grunde genommen, wenn sie das nicht verstanden haben. Was der Herr Reinhard May in seinem wunderbaren, wunderschönen Lied besingt. Ja? Fällt die Kugel auf Rot, fällt die Kugel auf Schwarz. Ich nehme beides hin, ich bin nur der, der ich bin. Und hätte ich alle Macht der Welt, ein Teufel gar, in Menschengestalt, ich bin nur der, der ich bin. Fällt die Kugel auf Rot, fällt die Kugel auf Schwarz. Ja. Ein wunderbares Lied. Und ein wunderbarer Mensch, dieser Reinhard May. Ja. Ich liebe dieses Lied so sehr. Ich würde es gern singen. Aber ich habe eine Stimme wie eine Kröte im Schwimmbruch. Meine Ex-Freundin, wenn man mit dir singen übt, dann muss man jeweils mal mit Null wieder anfangen. Ja. Ich liebe dieses Lied sehr. Ich würde es so gerne singen können. Kann ich aber nicht. Meine Stimme, ja. Und der Reinhard May erzählt, ja. Also Mathematik, ja. Problem, ja. Tja. Unser eins. Ich habe nie die Gelegenheit gehabt, Probleme meiner mathematischen Ausbildung besiegen zu können. Mit der Stimme. Und ohne die Anwesenheit einer Ehrenrunde. Ich armer Mensch. Ich habe keine scheiß Erfahrung in Mathematik und keine Stimme, um die dann besiegen zu können. Man muss Mitleid mit mir haben. Jedenfalls, es ist kein Wunder, wenn solche Kreaturen dabei herauskommen, standardmäßig, die sich hier Psychologen schimpfen und die wahre
Charakterisierung solcher Leute ist Berufsbezeichnung Seelennutte. Die sind weniger wert und weniger ehrenwert als jede Nutte dieser Erde. Die gibt wenigstens wirklich was. Ganz ehrlich, gibt die ihren Körper noch. Die geben gar nichts. Die geben nur Verachtung und Verheimlichte. Die sind weniger wert als jede Nutte dieser Erde. Jeder Psychologe und jeder Neurologe ist weniger wert als jede Nutte dieser Erde. Und das gilt auch für 95% aller Ärzte, die keine Ärzte sind, die heil machen wollen, sondern die wollen auch nur Geld machen, die hören Zuchthaus. 95% aller Ärzte dieser Welt, in diesem westlichen Kommerzmedizinsystem, sind weniger wert als die schlimmste und schäbigste Nutte dieser Welt. Das ist meine persönliche, wirkliche, echte Überzeugung, 1:1. Ohne zissige Quake und ohne Scherzerei. Um hier jetzt immer ganz deutlich zu werden. Ja. Über das, was ein Psychologe ist und was ein psychologisches Gutachten von so einem Wert ist. Ja. Ja. Das weiß, ist eine elementare Wahrheit, die weiß man schon aus der Schule. Da kommt ein neuer Schüler, dem Lehrer wird gesagt, der hat eine 8 Note in Deutsch. Wie wird seine Note in Deutsch sein? Um Längen besser, als wenn man ihm jetzt sagen würde, völlig unabhängig von der Wahrheit, der hat eine geschmissene Note in Deutsch gehabt. Kommt jetzt hier an. Jeder Schüler, der eine Brille trägt, hat sofort Statistik bessere Noten als der einer ohne, weil er für schlauer hält. Also was ich gesagt habe, das ist sowas von erwiesener, natürlicher, selbstverständlicher Wahrheit. Wahrer geht's gar nicht mehr. Und ein ganz schlimmes, furchtbares Resultat ist auch, dass egal, ob nur durchschnittliche Studenten oder unterdurchschnittliche oder überdurchschnittliche, je nachdem, welche Universität das ist, eine verrufene oder irgendwie eine komische oder normale oder eine Elite-Universität, da kommen ja andere Leute an mit anderer Intelligenz unter Umständen, wenn sie nicht reiche sind. Ja. Es ist immer das gleiche Bild. Immer die gleiche Verteilung von Leuten, die es nicht schaffen, Mittelfeld, Spitzenfeld. Und das Entsetzliche ist, es ist die Verteilung ist immer die gleiche, egal ob es eine intelligente Grundmenge ist, die da überhaupt ankommen oder nicht. Und die Verteilung korreliert furchtbar genau mit dem Rang dieser Leute. Und das eigentlich Entsetzliche ist, die kausale Beziehung zwischen Rang und Leistung ist leider so, dass der Rang die Leistung impliziert und nicht umgekehrt. Das ist entsetzlich. Das ist die Wahrheit. Das ist die entsetzliche Wahrheit. Da muss ich allerdings diesem Menschen, Herrn Precht, ja, ein schäbiger Typ, ja, da genau recht geben, was er da über die Schule gesagt hat, in seinem Buch, das er wohl mal gesprochen hat. Er hat genau recht damit. Ja. Ansonsten würde ich mich hier lieber nicht über den Charakter von Herrn Precht und sein Verhalten mir gegenüber äußern. Das lassen wir aber auch mal besser unter den Tisch fallen. Sage ich besser gar nicht zu. Ja. Am besten. Ja. Besser ist das. Genau wie bei dem wunderbaren Herrn Drewermann. Ja. Dem wunderbaren. Ja. Was der nicht alles schon zugibt. Dass es keinen freien Willen gibt. Dass die ganze Kirche und so weiter. Und dass man nicht einfach annehmen sollte, dass Gott uns immer mal wohlgesonnen sei. Und bleibt immer noch bei seiner Religion. Ja. Ja. Also da würde ich mal hier vielleicht mal irgendwas diagnostizieren. Ja. Also sowas von kognitiver Dissonanz, das ist ja schon gar nicht mehr, das könnte es nach den Gesetzen der Physik wie in einem Universum gar nicht geben. Sowas von kognitiver Dissonanz. Hätte ich was gesagt. Aber ich sage ja gar nichts. Ja. Ich sage jetzt mal nichts, das lassen wir alles mal so stehen. Besser ist das. Ja, in diesem Sinne.